Seid gegrüßt und willkommen zu Mass Effect 3. Ja, wir sind hier im Maschinenraum und wollen mal mit ein paar Leuten noch reden, ob es was Neues gibt. Muss Ihnen doch das Wasser im Mund zusammenlaufen. Eine Story nicht bringen können. Geheimer geht's nicht mehr. Ich nehme an, eine Panik wäre die Folge. Aber würde die Neuigkeit nicht die Rekrutierung erleichtern? Es könnte auch einen Kroganer mit diplomatischer Immunität verärgern. Nein, danke. Okay. Commander. Hier gibt's nichts Neues. Dann mal ganz schnell zu den beiden Technikern. Kenneth, denken Sie eigentlich je an unsere Entführung durch... Nein, denke ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Manchmal ist es total schwierig, das Raster im Gleichgewicht zu halten. Mann, kann der den Kopf verdrehen. Energieraster im grünen Bereich. Energieraster im grünen Bereich. Commander. Commander. Okay, das war's auch schon von denen. Dann wollen wir nochmal mit Chevik reden. Gibt's kein Gespräch? Nee. Commander, ich habe gehört, Sie sind bei Ihrer Mission Rachni begegnet. Yep. Sie kennen sie? Wir haben sie in unserem Zyklus als Waffen eingesetzt. Oh. Biologische Stellvertreter. Das war vor meiner Geburt, aber jeder Proteaner kannte die Geschichten. Als wir sie kannten, verbrachten die Rachni ihr Leben damit, einander Gedanken vorzusingen. Aber unsere Wissenschaftler waren mehr an ihrer Biologie interessiert. Die Rachni waren auf lebensfeindliche Bedingungen bestens vorbereitet. Also verstärkten wir mit den kriegerischsten Königinnen durch Züchtung ihren Hang zur Gewalt. Und dann ließen wir sie auf die Feinde los. Eine Weile funktionierte das, bis sie zu kriegerisch wurden und gegen uns aufbegehrten. Wir haben sie besiegt, bevor sie sich weiterentwickeln konnten und dachten, wir hätten sie ausgelöscht. Aber anscheinend ist aus unserem Experiment der Hauptfeind dieses Zyklus geworden. Okay, das heißt, die ganzen Rachni-Kriege, die gewesen sind, und jetzt unsere Unterstützung, haben wir eigentlich den Proteanern zu verdanken. Na, danke. Ein friedliebendes Volk als Waffe verändert. Ja, die Meinung der Proteaner wird immer schlechter von mir, finde ich. Was heißt finde ich? Sie wird schlechter. In meinem Zyklus hätte man den Rachni nie vertraut. Sie waren Tiere. Aber wenn sie jetzt die Reaper bekämpfen, soll es mir recht sein. Die Rachni sind der Beweis, dass das Universum die Starken bevorzugt. Unser Zyklus wollte sie auslöschen, ihrer auch. Aber sie haben trotzdem überlebt. Ja, und sie haben die Reaper überlegt, der in den Zyklus der Proteaner die Proteaner zu Kollektoren verwandelt hat. Ich wäre jetzt lieber allein. Gut, dann noch ins letzte Deck. In die Shuttlebucht. Das Shuttle ist bereit für den nächsten Einsatz. Das Shuttle ist bereit für den nächsten Einsatz. Und noch mit James. Wo ist er? Da ist er. Rachni? Von allem, was kommen kann? Das ist, als hätte man ein Hufeisen verkehrt herum im Hintern. Aha, okay. Grunt ist verrückter als Sie. Und das will was heißen. Danke schön. Sehen Sie besser aus. Zu beidens, dankeschön. Hey. Gut, das war's von dem Gespräch hier. Dann hätte ich vorgeschlagen, gehen wir hier zurück. Gut, hier gab es ja nichts zum Scannen, das haben wir ja schon probiert. Jedenfalls nicht, dass ich was gefunden hätte. Dann fliegen wir hier zurück. Genau, und das System wollten wir ja noch ein bisschen scannen, ob es da was gibt. Aber erst tanken wir mal frisch auf, weil gleich müssten die Dings kommen. Aber scheinbar gibt es hier auch nicht wirklich etwas. Ausweichen erfolgreich.
Wow. Das wird knapp, das wird knapp. Ah, aber wir haben es geschafft. Okay, hier scheint es nicht wirklich was zu geben. Dann mal schnell auf... ULG-Sprung erfolgreich. Ins Massenportal. Sprung. Gut. Wo war jetzt die N7-Mission? Ah, hier war sie. Im Arcturus-Strom, Cerberus-Entführungen. Die würde ich vielleicht als erstes machen, weil das hört sich an, wie wenn das zeitkritisch wäre. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, manche Missionen sind tatsächlich zeitkritisch. Bin aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, rein von der Logik her, sollten wir das auf jeden Fall machen, dass wir diese Entführungen als erstes handhaben. Weil der Angriff ist ja gerade im vollen Gange. Okay, das kennen wir später nochmal. Dann gehen wir in das System und scannen auch nochmal schnell, ob es hier was gibt. Ich habe etwas gefunden. Ja, gibt es. Ah, das ist nur Dings. Einheiten von Treibstoff, das ist immer gut. So, und das war's sogar schon von hier. 100% Aktivposten erhalten. Ja, und in dem System gibt es noch einiges zu scannen. Aber ich hätte gesagt, wir fliegen erst nach Benning. Da war, glaube ich, auch noch eine andere Mission, die wir hatten. Wo wir dort auch erledigen müssen auf dem Planeten Benning. Das heißt, es würde eigentlich ganz gut zusammenpassen. Dann lasst uns mal Cerberus in den Arsch treten und die Zivilisten evakuieren. Garrus kommt mit und Edie kommt mit. Ist ein gutes Team, finde ich. So, unsere Waffen. Naja. Wir haben immer noch ziemlich wenig Kapazität mit dem Ding hier. Von daher bin ich nicht sicher. Wir machen mit dem hier nicht so viel Schaden, aber wir benutzen ja E-Biotik, dafür haben wir mehr das hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich benutze erstmal die Igel wieder. Und sobald wir hier was haben, für die Kapazität zu erhöhen, das bekommen wir, sobald wir auf der Citadel sind, weil ich die 15% nicht zahlen will, die man mehr zahlt, wenn man sich von hier holt, würde ich wieder auf die Scorpion 5 wechseln. Aber solange das nicht da ist, gehe ich vorsichtshalber lieber auf die Eagle. Und bei den anderen gibt es, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich was Neues. Gut. Das passt, das passt, das passt. Dann wollen wir mal landen. Mal sehen, was uns hier erwartet. Cerberus-Einsatztrupps haben eine Großstadt auf Benning infiltriert. Zuerst hieß es, sie würden Zivilisten rekrutieren, aber inzwischen sieht es so aus, als würden Leute gegen ihren Willen verschleppt. Erzählen Sie mir mal was Neues. Wir haben ein Aufklärungsteam hingeschickt und Cerberus hat mit Angriffen auf Zivilisten und öffentliche Einrichtungen reagiert. Na, klasse. Offiziell lehnt Cerberus jede Verantwortung ab und verurteilt die Aktion. Na klar doch. Entweder lügen sie oder wir haben es mit einer Splittergruppe zu tun. Das wird Ihnen noch leid tun. Ganz genau. Sichern Sie das Gebiet, damit wir dem Rest der Stadt helfen können. Nähern uns dem Zielpunkt, Commander. Verstanden, Lieutenant. Die Leute da unten zählen auf Sie, Commander. Hackett, Ende. Sind schon unterwegs. Und es ist uns relativ jetzt egal. Ja, es ist uns relativ egal, ob das eine Splittergruppe ist oder so, Cerberus. Helfen müssen wir so oder so. Eine größere Ansammlung von Cerberus-Truppen. Können Sie mir Luftaufklärung verschaffen? Schon unterwegs. So, hier müssen wir uns noch ein bisschen umschauen. Weil hier hatten wir nämlich erst einmal das hier.
Cerberus greift Zivilisten auf Benning an, landen sie auf Benning und sorgen sie für Schutz, während die Zivilisten evakuiert werden. Außerdem hier Benning-Beweise. Botschafter Dominic Osoba sucht nach Spuren seines Sohnes, der bei einer Mission auf Benning verschollen ist. Finden Sie Beweise dafür, was mit seinen Personen passiert ist, und kehren Sie dann zum Botschafter zurück. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir das hier finden. Was haben wir da im PDA? Kommunikationslog von Svetlana Alexandrov. Sie haben uns umstellt. Private Sicherheitskräfte des Depots haben versucht, uns zu helfen. Aber sie wurden niedergemetzelt. Jemand muss davon erfahren. Jemand muss. Und das war's. Hey! Wo zum Teufel sind sie dann? Geschütz. Weg mit dir, blödes Geschütz. Ich hab mal wieder die falsche Waffe. Das Ablenken funktioniert, Commander. Zivilisten sind unterwegs. So. Das ist jetzt beinahe ziemlich dumm gelaufen. So und so. Und nochmal einer. Na, klasse. Wow, was war das für ein Schuss? Ja, okay. Also, naja, so ganz so überheblich sollten wir das nicht machen. Und ich weiß es auch gar nicht, ob das... Hier war's. Hier ist nochmal ein PDA. Nemo, falls du das hier liest, halte dich vom Taxistand fest. Es wimmelt halt von Cerberus-Truppen. Ja, sehr unübersichtlich hier. So, dann machen wir das hin. Das Ablenken funktioniert, Commander. Zivilisten sind unterwegs. Was? Wo? Wie? Wo? Da oben! Dann machen wir hier einen Scene hin. Weg mit dir, du. Gut. Will sonst noch jemand was? Ja, tatsächlich. Da ist noch einer. Na, komm schon. Die oberen Straßen sind frei. Zivilisten steigen in die Transporter. Moment, Commander. Was gibt's, Lieutenant? Ich registriere Dutzende von Zivilisten, die aus der Stadt fliehen, und Cerberus-Truppen sitzen ihnen direkt im Nacken. Wo sind sie? Alles klar. Wir werden mehr tun als das. So, dann schauen wir uns aber erstmal ganz kurz hier um. Ich hoffe, das ist kein Problem, dass uns am Schluss die Zeit fehlen würde. Warte mal, da waren wir doch. Da war auch noch so ein Dings. Diese XP will ich noch mitnehmen. Oh, gibt gar keine. Egal. So.
Ersatzteile. Ah, verdammt. Hier gibt es anscheinend auch nicht wirklich was. Dann wollen wir mal da reingehen hier. Ich glaube, da müssen wir lang, oder? Hallo, Centurio. Na, hopp. So. Da schaut noch einer vorbei. Ach Mist, abgeprallt. So, das war das. Da haben wir noch ein PDA. Das hatten wir doch schon. Ersatzteile. Da waren wir schon überall. Gut. Na klar doch. Wo seid ihr dann? Da! Verstärkung ist eingetroffen! Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Was? Was sollen wir tun? Bleiben Sie einfach unten. Commander, es sind weitere Cerberus-Truppen in Ihre Richtung unterwegs. Wir halten... Ja, ich seh's. ...hier die Verteidigungslinie und decken die Flucht der Zivilisten. Wir werden hier sterben. Was, sind da auch noch welche? Tatsächlich. Wir werden hier sterben. Nein, werdet ihr nicht. Verschwinden wir von hier. Wo? Da drüben. Hei. Hier ist ja richtig was los. Kommt da auch wieder einer? Na? Na, klasse. Schon wieder ein Dings. Ist noch einer. Da ist noch einer. Na? Du willst dich tatsächlich vor uns verstecken, was? Und da war doch auch noch mal einer. Genau, da ist er doch. Da ist wieder... Ah, da ist einer. Nur Cerberus hier. Überall nur Cerberus.
Okay, ein Kampftechniker. Bin ja schon dabei. Noch ein Techniker. Okay, sehr gut. Die kommen aber wirklich von überall her. Und solange die da sind, kann man auch nicht speichern. Das ist blöd. Aber Moment. Den müssen wir erstmal... Sehr schön. Das hat wunderbar geklappt. Wow. Moment. So, sehr gut. Wo sind denn noch welche? Da ist noch einer. Ah, ich hasse Geschütze. Okay. Passt das jetzt? Nee, immer noch nicht anscheinend. So, gut. Jetzt können wir nämlich auch endlich speichern. Und dann würde ich nämlich auch diese Folge beenden, mitten in dieser dramatischen Geschehnisse. Aber... Ja, haben auch schon wieder ein bisschen überzogen, aber leider kann man halt im Kampf nicht speichern und deswegen ist es halt ein bisschen länger geworden. Nun gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und in der nächsten Folge retten wir die restlichen Zivilisten. Dann macht's mal gut. Ciao!